Zeit, da lebte ein Graf. Dieser Graf, der war ein großer, großer, stattlicher Mann. Er hatte breite Schultern, schöne, blaue, große Augen und einen langen, langen, langen Bart. Der eine war dünn, lang und dünn. Der war so dünn wie ein Streichholz. Der andere, der war fettleibig. Der hatte einen Bauch, der hing ihm bis zu seinen Knien. Alle sprachen ständig, wenn wir durch die Stadt gingen, hörten wir ständig irgendjemand vom Prinzen sprechen. Das stimmt, ich erinnere mich. Dieser Prinz und der Prinz und der Prinz und der Prinz. Die Leute mussten ihren Prinzen lieben. Das war spannend. Da wurden wir natürlich sehr neugierig. Und ihr wisst ja, was Ziegenhirten machen, wenn ihre Ziegen grasen und sie sich zur Rast niedersetzen. Sie spielen Flöte. Die dritte Fee aber war zornig, denn die ersten beiden Feen, die hatten ihr die besten Wünsche weggeschnappt. Genau diese beiden Wünsche hatte sie auch wünschen wollen, weil sie so zornig war. Da wünschte sie dem Prinzen, Eselsohren sollst du haben, Eselsohren, damit du nicht zu eitel wirst. Alle im Saal hatten das gehört. Es war totenstill.